Servus Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video. Da ich diese Frage sehr oft gestellt bekomme, gibt es heute mal ein Video, und zwar zu meinen Top 3 Fußballschuhen aktuell. Die gibt es jetzt im Video. Viel Spaß dabei und let's go! Ja Leute, zur Erklärung, ich habe aktuell über 70 Paar Fußballschuhe zu Hause. Daraus eine Top 3 zu bilden, ist eigentlich fast unmöglich. Deswegen habe ich es mir so überlegt, dass ich quasi jetzt für jede Kategorie, die für so einen Schuhtest entscheidend ist, quasi Ballgefühl und Touch, Haltbarkeit und Verarbeitung und Passform und der Komfort, dass ich jeweils aus diesen Kategorien immer einen Schuh vorstelle, der besonders gut gefällt. Daraus entsteht dann die Top 3. Ich würde sagen, das war genug gelabert. Fangen wir an mit dem ersten Schuh bzw. mit der ersten Kategorie. Und zwar der Kategorie der Passform und des Komforts. Und hier ist mein aktueller Lieblingsschuh, der Puma Future 4.1. Ja, wenn es um den Komfort und die Passform geht, ist mein aktueller Lieblingsschuh ganz klar der Puma Future 4.1. Mir gefällt der Schuh extrem gut. Man hat jetzt einen wirklich extrem guten Lockdown. Das wurde nochmal überarbeitet im Vergleich zum Vorgängermodell, zum 19.1. Auch wenn ich in dem Schuh keine Probleme hatte, ist es jetzt nochmal besser. Man hat einen extrem guten Lockdown. Man sitzt fest im Schuh, hat aber trotzdem noch genug Platz und Komfort, dadurch, dass das Obermaterial schön weich und gepolstert ist. Fühlt sich an wie eine Socke. Auch die Ebony-Socke hier oben gehört meiner Meinung nach zu den besten auf dem Markt. Man kommt leicht in den Schuh rein, hat aber einen bombensicheren Sitz und sie passt sich auch gut deinem Knöchel an, dass man angenehm drin sitzt. Was natürlich bei diesem Schuh ein Riesenvorteil ist, ist das Netfit Upper. Das sollte mittlerweile jedem bekannt sein. Die Möglichkeit, durch diese Löcher im Obermaterial den Schuh personalisiert zu schnüren, hat sonst kein Schuh. Was natürlich einen Riesenvorteil hat, dass man den Schuh anpassen kann, breite oder schmale Füße. Allerdings muss ich sagen, dass dieser Schuh, der 4.1, im Vergleich zum 19.1 eher für schmale bis mittlere Füße geeignet ist und nicht mehr wirklich für extrem breite Füße wie das Vorgängermodell. Ich habe mittlere Füße, habe mich deswegen im Schuh extrem wohl gefühlt. Man hat eine wirklich perfekte Passform, einen guten Lockdown und genügend Komfort. Ja Leute, kommen wir auch schon zum Schuh Nummer 2 bzw. zur Kategorie Nummer 2, was dann meiner Meinung nach einer der wichtigsten ist, und zwar das Ballgefühl und der Touch. Und hier gibt es nämlich keine zweite Wahl. Das aktuelle Favorite-Modell von mir ist der Nike Vapor 13. Der neue Nike Vapor 13. Ein Schuh, der für absolute Präzision steht. Für den perfekten Touch. Und jede Menge Skills. Ja Leute, wie gesagt, Reviews zu jedem Schuh gibt es bereits auf meinem Kanal. Könnt ihr in der Beschreibung abchecken, wenn ihr mehr gesonderte Informationen zu dem Schuh wollt, auch aus den anderen Kategorien. Aber wie gesagt, im Bereich Ballgefühl und Touch ist der Nike Vapor aktuell mein Lieblingsmodell. Das Upper ist unnormal weich, wurde hier auch nochmal überarbeitet im Vergleich zum Nike Vapor 12, was eigentlich meiner Meinung nach fast nicht mehr besser ging. Aber Nike hat es geschafft, das Obermaterial ist wirklich sehr angenehm zum Tragen, wird extrem weich nach der Einlaufphase. Dadurch hat man einen extrem direkten Touch, vor allem für Spieler, die natürlich gerne Tricks machen, so wie ich auch, ist der Schuh wirklich ein Top-Modell. Das Obermaterial wirkt so gestrickt, hat dann dadurch auch genügend Grip, auch bei nassen Verhältnissen habe ich den Schuh schon gespielt und hatte keinerlei Probleme. Wie gesagt, Ballgefühl und Touch, aktuell kein besserer Schuh als der Nike Vapor 13. Ja Leute, kommen wir auch schon zur letzten Kategorie, was dann die Haltbarkeit und Verarbeitung sein wird. Und hier ist mein aktueller Favorite-Schuh, ganz klar der Adidas Nemesis 19.1. Musik.
Ja, Leute, wenn es um die Verarbeitung und Haltbarkeit geht, macht Adidas generell eine wirklich sehr gute Figur, wie auch der Nemesis 19.1. Mich überzeugt der Schuh komplett, ich spiele den auch am meisten, genau aus diesem Grund, weil er am besten haltbar ist. Manche Schuhe sind mir sogar zu schade, wie der Vapor fast schon. Aber der Nemesis macht hier wirklich eine sehr gute Figur. Der wirkt edel verarbeitet, hat ein cooles Design, das silbrige Nemesis-Logo auf der Seite und auch das Tape-Material verliert nicht die Elastizität. Was auch gut ist, dass die Sohle zum Obermaterial gut verklebt ist und der Schuh wölbt sich generell ein bisschen nach oben. Das heißt, man bleibt nicht so leicht im Kunstrasen hängen. Dadurch ist auch der Verschleiß an dem Vorderfuß nicht ganz so hoch. Wie gesagt, die Passform bleibt bestehend, obwohl das Material elastisch ist. Verliert es das nicht. Das heißt, man hat dennoch einen guten Halt, auch über längeren Zeitraum. Man hat einen wirklich guten Lockdown im Schuh, der nicht verloren geht, wie gesagt. Ansonsten die Verfärbung ist in einem roten Schuh auch relativ gering. Die weiße Sohle bleibt auch recht gut weiß, muss ich sagen. Wenn man auf normalem Rasen spielt, sieht man das relativ schnell, aber kann man wieder gut abwaschen. Ansonsten wirklich der Schuh kann man hier überhaupt nicht meckern. Spiele wirklich schon sehr lange und habe noch keine Abnutzung. Ja Leute, das soll es auch schon wieder zum heutigen Video gewesen sein, zu meinen Top 3 Fußballschuhen. Jetzt seid ihr in der Reihe, lasst mal einen Kommentar da, was denn eure Top 3 sind. Bin mal gespannt, was eure Lieblingsschuhe sind. Das soll es dann auch schon wieder fürs heutige Video gewesen sein. Falls ihr Wünsche habt fürs nächste Video, lasst einen Kommentar da. Bis zum nächsten Mal. Nicht vergessen, abonnieren, Glocke aktivieren, haut rein und ciao.